Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der Wissensmanufaktur. Wir sind wieder im schönen Kanada auf der Insel Cape Breton und sind in einem Sommerseminar im August 2018. Wir erleben eine bewegte Zeit und eine Zeitzeugin dieser bewegten Zeit ist hier bei uns die bekannte und sehr couragierte Bürgeraktivistin, Bürgerrechtlerin, Vera Längsfeld, herzlich willkommen. Andreas Popp, Gründer der Wissensmanufaktur, ebenfalls herzlich willkommen. Danke. Vera Lengsfeld ist nicht nur in der freien und alternativen Szene ein Begriff, sondern sie ist lange Bundestagspolitikerin gewesen. Aber nicht nur das, sie hat in der DDR sozusagen die Revolution, die 89 zur in Anführung Wende geführt hat, mit angeleitet und hat sich unter immer wieder wiederkehrender Lebensgefahr in Situationen gebracht, die alles andere als lustig und unterhaltsam waren. Dennoch, das System ist äh, gecrashed damals. Dennoch äh, gibt es jetzt auch wieder viel Kritik am derzeitigen System. Und äh, wahrscheinlich hätten Sie sich das nicht denken können oder träumen lassen, dass es auch im gelobten Westen dann wieder zu einer solchen Vereinigung kommen müsse, wo Sie auch sagen, jetzt muss ich mich einsetzen. Oder war das damals schon klar für Sie? Nein, das war überhaupt nicht klar, als die Mauer fiel und die beiden deutschen Teilstaaten sich vereinigten, habe ich eigentlich geglaubt, ich könnte mich jetzt den Rest meines Lebens den schönen Dingen widmen. Den Künsten und Reisen und, äh, ja, mit Politik wollte ich etwas kürzer treten. Das hat dann nicht ganz geklappt. Aber dass äh, nur ein Vierteljahrhundert nach dem Fall der Mauer eine Situation entstehen würde, dass ich, äh, das Gefühl hatte, jetzt musst du wieder aktiv werden. Das hätte ich mir wirklich nicht träumen lassen. Sie haben ja damals viel durchgestanden, aber das Ganze nimmt jetzt wieder ähnliche Formen an. Sie haben im Frühjahr 2018 die gemeinsame Erklärung 2018 initiiert. Viele prominente Menschen, unter anderem Henrik M. Broder, Matthias Mattusek, ehemals Spiegel und Welt, haben unterschrieben, viele andere auch. Sie haben viel Kritik dafür einstecken müssen. Immer wieder fällt der Begriff Rechts, obwohl sie nun alles andere als Rechtsextrem oder so je gewesen sind. Wie kommt es zu solchen Rufmordkampagnen? Die stehen inzwischen leider. Auf der Tagesordnung, das konnten wir auch sehr genau an der Entwicklung der Erklärung 2018 beobachten, die besteht ja eigentlich nur aus zwei Sätzen und fordert die Wiederherstellung des verfassungsrechtlichen und gesetzmäßigen Grenzregimes an unseren Grenzen. Und dann mussten wir feststellen, dass die Forderung nach Einhaltung der Verfassung und der Gesetze in Deutschland schon zu heftigsten Reaktionen führt und man plötzlich äh, als rechts bezeichnet wird. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin rechts, denn ich will den Rechtsstaat. Der Rechtsstaat, ohne Rechtsstaat gibt es keine Demokratie. Und wenn äh, eine politische Klasse anfängt, äh, mit den Gesetzen umzugehen, wie es ihr gerade passt, dann ist der Rechtsstaat in Gefahr und ohne einen Rechtsstaat gibt es keine Demokratie. Und dann haben wir auch festgestellt, dass die Unterzeichner der Erklärung ziemlichen Repressionen ausgesetzt wurden. Also die staatlich finanzierte Antifa machte sich sofort daran, alle Menschen, die unterzeichnet hatten, genauestens zu durchleuchten, eine Liste zu erstellen und wer Positionen hatte, die angreifbar waren, dann sind diese Leute angegriffen worden. Und äh, zum Beispiel ein Verlagsleiter sah sich dann sofort mit einer Rufmordkampagne konfrontiert, die wirklich existenzbedrohend war. Er hat dann seine Unterschrift zurückgezogen. Das hat ihm nicht viel genützt, denn äh, die Kampagnenleitung hat dann gesagt, ach, der zieht ja seine Unterschrift nur zurück, weil er jetzt Angst um seinen... Job und seinen Verlag hat. Und äh, diese Bedrohung, das ist ja eine existenzielle Bedrohung, wenn jemand in seiner Berufssituation ähm, beeinträchtigt wird, die kenne ich aus der DDR, die möchte ich in einer Demokratie nicht haben, aber leider ist äh, das aktuelle Deutschland so, dass das gar keine Ausnahme mehr ist. Und dann mussten wir auch feststellen, als unsere gemeinsame Erklärung zu einer Petition im Bundestag wurde, die vom Bundestag angenommen worden ist, die auf der Seite des Bundestags stand, dass äh, ein Anhänger, der diese Petition, die offizielle Petition des Bundestages auf Facebook geteilt hat, gesperrt wurde wegen angeblicher Hass und Hetze. Also man darf nicht einmal mehr offizielle Dokumente im Facebook posten oder teilen wenn äh, die eine Meinung ausdrücken, die vom Mainstream als äh, nicht gewünscht. Der Mainstream der ist Welt. ja äh, die Mainstream Presse ist ja sehr regierungsnah, kann man sagen. Ja. Wir wollen gleich noch mal zur Erklärung 2018 kommen, aber vorher Andreas, ähm, Stichwort noch mal Rufmordkampagne, also du gehörst ja auch mit zu den Erstunterzeichnern, ich auch. Der gemeinsamen Erklärung 2018. Aber äh, nicht nur deswegen, sondern auch vieler anderer Themen wegen, die ihr in der Wissensmanufaktur immer wieder aufarbeitet, Ursachenforschung betreibt und veröffentlicht, äh, tragen nicht dazu bei, euch das Leben einfacher zu machen. Ja, also speziell die Wissensmanufaktur ja als Institut für Wirtschaftsforschung und Gesellschaftspolitik hat sich natürlich ziemliche Probleme damit gemacht, dass wir die tatsächlichen Probleme ursächlich beim Namen nennen und damit auch Lösungen präsentieren innerhalb des Systems, also der systemischen Denkformen, als auch grundsätzlicher Natur, wo wir noch darüber hinausgehen, dass das natürlich den Systemspielern, die ja völlig dogmatisch ausgelegt sind, nicht passt. Da ist natürlich der Rufmord bei uns schon an der an der Tagesordnung. Aktuell werden sogar unsere Kanada-Seminare im Prinzip diffamiert, furchtbare Unterstellungen. Aber wenn man sich diese diese Seiten mal ansieht, von denen das läuft, wo kein Impressum drin steht, wo beispielsweise die Ursache, Verursacher sogar nachweislich dann per Haftbefehl gesucht werden oder dort Leute aufgestellt werden in einem Team, deren Bilder von irgendwelchen Bildagenturen erworben wurden. Also und dann natürlich das Problem auch herrscht, dass der Neidfaktor natürlich auch über alle Gebiete hinausgeht. Wir kennen natürlich die Urheber nicht und dieser Neidfaktor dazu führt, auch bei den normalen Menschen, die gar nicht ertragen können, dass man fröhlich ist und gut geht auch, wenn man diese ernsten Themen hier eben halt präsentiert und diese Dinge dann wild und unkontrolliert weitersendet. Aber das ist eben halt das, womit wir leben müssen. Das sind ja auch bei Ihnen schon totalitäre Strukturen, kann man sagen? Ne? Ja. Wenn äh, Andersdenkende so diffamiert und Repressionen unterworfen werden, dann sind das totalitäre Strukturen. Genau. Die gemeinsame Erklärung im Frühjahr ähm, ist sie veröffentlicht worden. Hunderttausende kann man sagen, haben zunächst unterschrieben. Dann ähm, ist der Beschluss gefasst worden, eine Petition im Bundestag einzureichen. Dann ging alles nochmal von vorne los. Jeder musste ja. sich nochmal eintragen. Ja, als wir diese Unterschriftenliste, es waren glaube ich 163.000, die unserem Aufruf gefolgt waren, beim Bundestag übergeben haben, wurde uns gesagt, das ist alles schön und gut, aber wir können das so nicht anerkennen. Wenn wir eine öffentliche Anhörung für die Petition haben wollen, nach den Regeln des Bundestages bekommt eine öffentliche Anhörung, wer innerhalb eines Monats 50.000 Unterschriften für seine Petition gesammelt hat. Das hatten wir übererfüllt, aber es wurde gesagt, nein, in dieser Form nicht. Wir müssen das noch mal ganz auf der offiziellen Seite des Bundestages machen. Also ging es noch mal von vorne los. Wir mussten die Unterzeichner benachrichtigen und bitten, dann ihre Unterschrift noch mal auf der Seite des Bundestages äh, zu wiederholen. Und dann stellte sich fast sofort raus, das war gar nicht so einfach. Also, die Leute hatten Schwierigkeiten, die Seiten aufzurufen. Die Seiten bauten sich äh, nur langsam oder manchmal gar nicht auf. Dann sind sie nach einer halben Stunde endlich dabei gelangt, dass ihre Unterschrift, dass sie ihre Unterschrift leisten konnten. Dann sollte eine E-Mail, eine Bestätigungs-E-Mail kommen. Und äh, es gab Fälle, wo einer die Unterschrift am 23. Mai geleistet hat, also am Tag, nachdem die Petition aufgesetzt wurde. Aber erst eine Woche, nachdem die Petition nach einem Monat abgeschlossen war, überhaupt eine Bestätigungsmail kriegte. Und wenn er dann auf diese Bestätigungsmail klickte, dann wurde ihm mitgeteilt, ihre Unterschrift zählt nicht mehr. Oder es gab auch die Möglichkeit, sich per Fax an den, also seine Unterschrift an den Bundestag zu geben. Ja, die Faxe brachen offensichtlich zusammen. Und man musste dann noch ein zweites Fax installieren, dann ging das einigermaßen. Oder man konnte das auch per Post schicken. Aber ich habe mehrere Dutzend E-Mails bekommen von Menschen, die ihren Brief per Einschreiben, weil sie dachten, das sei sicherer, an den Bundestag geschickt haben und von der Post dann nach 14 Tagen die Mitteilung kriegten, ihre Sendung sei immer noch unterwegs. Und war, na, bei Nachfrage dann die Mitteilung kriegten, ja man könnte im Augenblick nicht sagen, wo sich die Sendung überhaupt befindet. Also wenn wir hier von Schikane sprechen, wäre das natürlich wieder eine Verschwörungstheorie, oder? Absolut, ja. denn das kann ja gar nicht sein, dass solche Dinge passieren. Leider sind sie dutzendfach passiert. Die gemeinsame Erklärung hat aber auch für die Petition die Unterschriften locker zusammenbekommen. Wie geht die Geschichte jetzt weiter? Wir haben also diese 50.000 ähm, Unterschriften auf der Hälfte der, der Laufzeit der Petition schon beisammen gehabt. Und man hat uns auch diese öffentliche Anhörung jetzt äh, gewährt. Es hätte theoretisch die Möglichkeit bestanden, dass äh, zwei Drittel der Mitglieder des Petitionsausschusses dagegen votieren, also dass man dann doch keine öffentliche Anhörung bekommt, das haben sie sich dann nicht getraut. Die öffentliche Anhörung wird am 8. Oktober um 13 Uhr im Bundestag stattfinden. Das Gute an dieser öffentlichen Anhörung ist, die wird dann über den Parlamentskanal übertragen, kann in ganz Deutschland verfolgt werden. Die wird dann so aussehen, ich habe dann fünf Minuten Zeit, den Inhalt der Petition zu erläutern. Dann muss ich mich den Fragen der Abgeordneten stellen. Die Situation ist etwas äh, ungleich gewichtet, denn die Abgeordneten haben ihre Zuarbeiter an ihrer Seite. Ich muss da allein sitzen, aber da habe ich gar keine Angst davor. Das werde ich schon schaffen. Und danach entscheidet der Petitionsausschuss, ob die Petition den Fraktionen überwiesen wird. Das würde heißen, dass, dies die, dass sich die Fraktionen mit der Petition beschäftigen müssen, dass es die Lesungen im Bundestag gibt. Aber es ist nicht sicher, ob der Petitionsausschuss danach sagen wird, ja, das ist ein relevantes Thema und die Fraktionen müssen sich damit beschäftigen. Es wäre natürlich wünschenswert, weil sich die Fraktionen bisher mit der Einwanderungsfrage, mit der Grundfrage der... Massenmigration, die immer noch ungebremst in Deutschland stattfindet, beschäftigt haben. Aber wir werden abwarten, ob das tatsächlich passiert. Was kann der Einzelne jetzt noch tun? Nur Daumen drücken und gucken? Erstens gucken. Zweitens, wer in der Nähe von Berlin wohnt, könnte sich für diese öffentliche Anhörung als Publikum anmelden. Und alle, die dann nicht zugelassen werden, können wegen der begrenzten Raumkapazitäten im Bundestag, könnten trotzdem hinkommen. Je mehr sich anmelden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Public Viewing, wie das in Neudeutsch heißt, beantragen könnte. Ja. Hochinteressant. Also 8. Oktober, 13 Uhr, Berlin, Bundestag. Genau. Wunderbar. Wenn du in Berlin wärst, würdest du hingehen? Andreas? Ja, natürlich klar. Und ich würde es wahrscheinlich auch aufzeichnen, wenn es irgendwie geht, und dann möglichst auch archivieren, diese Geschichte, die dann weiter natürlich auch in, in YouTube dann natürlich noch eine Menge Zuhörer finden wird. Denn ich vermute mal, ich hoffe, dass das gemacht wird. Wir können es von hier aus leider nicht tun, aber das wäre schon ganz sinnvoll, weil viele Leute interessiert sind und nicht jeder um 13 Uhr dann Zeit hat. Das ist natürlich zu einer Zeit gemacht, wenn wirklich keiner Zeit hat, aber das Recht ist nun ganz klar auf ihrer Seite und insofern habe ich da keine Bedenken, dass sie auch dem nicht stehen, widerstehen könnten. Andreas, die Situation in Deutschland ist ja seit drei Jahren sehr verändert. Ähm, Unternehmungen wie die Gemeinsame Erklärung 2018 als Initiatorin Vera Lengsfeld, ihres Zeichens couragierte äh, Bürgerrechtlerin seit Jahrzehnten, kann man sagen, die sich gegen das Unrechtregime einsetzt. Sind, leben wir in historischen Zeiten? Ja, natürlich, wir leben in historischen Zeiten. Der Totalitarismus hat sich jetzt quasi wieder manifestiert. Wir kennen das Ganze aus der dunkelsten Zeit unserer Geschichte, das muss man ganz einfach sehen. Und die Tendenzen sind relativ einfach. Wir haben ja eben halt die alten Muster der 30er Jahre und wir haben heute die neuen Muster. Und letztendlich geht es um eine Überheblichkeit eben halt und die Einschränkung anderer Meinungen. Und wie gesagt, die Meinungsfreiheit ist hier eben nicht mehr gegeben. Und wenn das keine klassische Tendenz ist zu einer dramatischen Entwicklung, inwieweit man sie dann stoppen kann, das ist eine ganz andere Geschichte, da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Wahrnehmungen. Aber es werden natürlich auch gleichzeitig Fakten geschaffen im Moment und die Fakten der, ich sage mal, ungebremsten Einwanderung haben ja mittlerweile solche Ausmaße erreicht, dass die Menschen auch Mittlerweile durch die tägliche Gewalt, die jetzt stattfindet, auch verloren haben, überhaupt noch eine Struktur zu bekommen. Also, das heißt, so verwirrt sind. Also, wir haben ja einen Verwirrungsfaktor, der ja nicht mehr feierlich ist. Und wenn ich sehe, dass man dann sieht, dass einer Frau Wagenknecht und einer, ein, ein Herrn Lafontaine sogar gefragt wird, ob sie nicht rechtes nationalsozialistisches Gedankengut vertreten, spätestens dann wird klar, wie verwirrt wir mittlerweile sind. Also, es ist tragisch. Verwirrung, Vera Längsfeld, ähm, die Politik äh, Angela Merkels als Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzender, wie viel hat die noch mit äh, christlich konservativen Werten zu tun aus Ihrer Sicht? Aus meiner Sicht äh, nichts mehr und auch nichts mehr mit äh, dem Markenkern der alten CDU, also der CDU, der ich. 1996 beigetreten. Und noch dabei sind. Und noch dabei bin. Dieser Markenkern ist praktisch nur noch ähm, auf dem Papier vorhanden und in manchen öffentlichen Beteuerungen, aber in der praktischen Politik völlig verschwunden. Also diese Politik der offenen Grenzen, die Angela Merkel vollzieht, das ist eine linksradikale Forderung gewesen, immer. Und wird jetzt von einer christdemokratischen Kanzlerin exekutiert. Das ist schon, ja, mehr als verwirrend. Und das äh, ist auch etwas, äh, was die Leute, glaube ich, noch nicht in voller, in vollem Umfang äh, durchschauen, weil sie sind noch diese alte CDU gewöhnt und der alten CDU ist es ja maßgeblich zu verdanken, dass die alte Bundesrepublik ein solches Erfolgsmodell war, in jeder Hinsicht auch, in Hinsicht auf äh, Demokratie. Aber dass jetzt äh, ausgerechnet eine christdemokratische Kanzlerin alle Forderungen der Linken durchsetzt, das äh, verwirrt viele der linken und der Grünen, also ja, die wie Partei ich zu den linken zähle. Ah, okay, gut, dann reden wir nur noch <laughs> über die linken und meinen damit natürlich auch die Grünen. Ja. Das heißt, die Parteiprogramme verfließen wie die Milch im Kaffee, mhm. was ja eigentlich auch ein Verdienst von Frau Merkel ist. Das heißt, es findet jetzt eine Egalisierung der Parteiprogramme statt. Ja, und zwar ganz rapide, man könnte, das, oder das ist zum Teil auch schon mal versucht worden, Teile aus äh, den Programmen der verschiedensten Parteien nehmen und hinterher raten lassen, welche Partei das gesagt hat. Und es ist wirklich nicht mehr äh, zu unterscheiden, weil bei allen Parteien mehr oder weniger mit äh, wenigen semantischen Abweichungen dasselbe steht, also das Bekenntnis äh, zur Vielfalt, zum Umweltschutz. Äh, und so weiter. Und die Parteiprogramme, aber auch die öffentlichen Äußerungen der Politiker nicht mehr zu unterscheiden sind. Und was mich besonders besorgt macht, ist, dass ich immer mehr linksradikale Verhaltensweisen bei CDU-Politikern beobachte. Gibt es da Beispiele? Als, ja, als die Kanzlerin kürzlich zu Besuch im Landtag in Dresden war, im sächsischen Landtag musste ja eine Sichtschutzwand vor dem Landtag errichtet werden, weil sie sich den Blicken des Volkes, der Bevölkerung, der Protestierenden nicht aussetzen wollte. Aber ein CDU-Landtagsabgeordneter hat äh, die Protestierenden gefilmt, was äh, nach dem neuen Datenschutz... Durchsetzungsgesetz eigentlich gar nicht mehr erlaubt ist, denn man muss nach diesem Gesetz jetzt jeden, den man fotografiert oder filmt, vorher gefragt haben, ob er fotografiert oder gefilmt werden will. Das hat er nicht gemacht. Er hat äh, nach Antifa-Manier äh, den Protest gefilmt und anschließend in die sozialen Netzwerke gestellt mit den entsprechenden abwertenden Bemerkungen und ist nicht und gelöscht worden. Hat ansonsten vorher nur die Antifa gemacht. Nur die Antifa ist gut, denn die Antifa wird ja seit äh, Jahren äh, vom Familienministerium und vom Innenministerium nicht direkt, aber indirekt bezahlt. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das sind ja das kennen wir aus der SA. Die SA wurde letztendlich auch von den politischen Systemen finanziert und das waren auch letztendlich äh, Schlägertruppen, die dazu organisiert waren, Andersdenkende einzuschüchtern. Andreas, du hattest neulich ein Video veröffentlicht, in dem du ähm, Pro, also äh, Textbausteine des CDU-Parteiprogramms von 2000, 2002. 2002 herausgenommen hattest und verglichen hast mit Textbausteinen aus dem derzeitigen AfD-Parteiprogramm gab es große Gleichheiten. Ja, es gab identische Gleichheiten, inklusive Kommafehlern und Leertastenfehlern. Also hier ist also von der AfD sind große Teile im Prinzip aus der CDU offenbar per Copy und Paste übernommen worden. Man findet das auf einem meiner Video- über die, den Gesinnungsterror von Frau Merkel, in dem also quasi ihre eigenen Parteiprogrammpassagen genommen werden und heute als rechtsextrem gebrandmarkt. Und daran erkennt man eben halt auch, dass vielleicht äh, Frau Merkel gar nicht jemals mit den CDU-christlichen Werten übereinstimmte, sondern letztendlich ganz andere Ziele verfolgte. Und heute haben wir eine kapitalistische Einheitspartei Deutschlands und die finden wir immer wieder. Ich habe da vor vielen Jahren schon mal geschrieben von dem Zentralkomitee der KED, das vom, aus unserer heutigen Sicht und das sehen wir deutlich jetzt, ja. Kapitalistisch und sozialistisch, ne? es wird ja auch... Das nimmt sich nichts. Das auch das gehört zur Verwirrung. Und gehört auch zusammen. Du äußerst dich ja auch immer wieder dahingehend, dass du nicht mehr an einen langen Bestand des Parteiensystems glaubst. Nämlich, also wir sehen jetzt tatsächlich, dass eine Art Müdigkeit bei den Bürgern entsteht, ein fehlendes Vertrauen und die GroKo-Partei stürzt derzeit auch gerade wieder erheblich ab. Das heißt, Andreas, wie lange gibst du denn im Parteiensystem noch? Ja, das Problem ist, es gibt keinen Erkenntnisindex für die Bevölkerung, um den Begriff Dummheitsindex zu vermeiden. Aber wir müssen einfach erkennen, wie wir es schon so oft gesagt haben, auch wenn man es mal sachlich runterbricht, dass Partei von Pars-Populi kommt, den Volksteil bezeichnet und letztendlich eine Spaltung des Volkes mit sich bringt. Das ist offensichtlich auch die Aufgabe, denn Parteien haben ja bestimmte Ausrichtungen. Da gab es früher denn die SPD-Partei als Arbeiterpartei, die Unternehmerpartei, die Kleinunternehmerpartei oder was auch immer, die Grüne Umweltpartei. Das heißt, letztendlich ist das Gemeinwohl unparteiisch und lässt sich eben halt nicht in diese Parts unterteilen. Und durch diese Zielgruppenbedienungen wird natürlich letztendlich gefüttert natürlich die einzelne der Teile des Volkes. Dadurch gibt es keine Übereinstimmung. Aber die, die Zahlen oder die Zeit ist gezählt aus meiner Sicht. Ja. Die äh, Journalistin und Philosophin Simone Weil, nicht zu verwechseln mit der Europapolitikerin ähm, die, äh, Simone Weil, die ich meine, die äh, war in den 20er, 30er Jahren aktiv. Die hat ein, ähm, ein Buch geschrieben über die sanfte Abschaffung der Parteiensysteme und hat äh, davon gesprochen, dass eigentlich eine Partei, Vera Längsfeld, nur den einen Zweck hat, zu wachsen und sich zu erhalten, um einen Machterhalt zu behalten. Das wäre ja eigentlich keine sehr tugendhafte Grundlage für eine Partei. Naja, vor allen Dingen ist sie äh, nicht äh, unserem Grundgesetz entsprechend. Denn nach dem Grundgesetz sind äh, Parteien. Legitimiert dadurch, dass sie für die politischen Willensbildung der Bevölkerung beitragen. Aber im Grundgesetz steht nichts davon, dass Parteien Versorgungsinstitute für die Abgeordneten oder für die Parteifunktionäre sein sollen, was sie ja heute weitgehend sind. Wir hatten ja kürzlich ein sehr bemerkenswertes Ereignis, Frau Andrea Nahles ist in einer Talkshow gefragt worden von einer Zuschauerin, wie sie es denn äh, vertreten könne, dass die Abgeordneten und die Minister nichts für ihre Altersversorgung bezahlen müssen. Und da hat Frau Nahles geantwortet, na, das wäre schon von Bismarck so beschlossen worden und es hätte sich bislang keine Mehrheit gefunden, das zu stürzen. Nun ist aber in der Kaiserzeit ein Diätenverbot für Politiker erlassen worden, weil man nicht wollte, dass es Parlamentarier gibt, die allein von den Diäten abhängig sind, sondern man wollte unabhängige Abgeordnete, für was ich einen sehr weisen Beschluss finde. Und die Altersversorgung der Parlamentarier ist erst 1958 im Bundestag beschlossen worden. Ich weiß nicht. In welcher Gestalt Bismarck da im Bundestag saß? Vielleicht in seinem dritten Leben und für welche Partei er dann im Bundestag saß. Also das sagt sehr viel über die Bildung unserer Politiker aus. Sie haben wirklich keine Ahnung mehr. Das scheinen eben wie gesagt auch die Bürger zu bemerken. Ich möchte aber noch mal äh, äh, zu unserer Bundeskanzlerin kommen. Angela Merkel, wenn man sich den Verlauf ihrer Karriere ansieht, ich möchte an dieser Stelle kurz darauf hinweisen, dass es auch einen hochinteressanten Vortrag gibt von Vera Lengsfeld, den sie hier bei uns in Kanada gehalten hat. Zum einen über die Revolution bis 89. Historisch einmalig ist jedem nur ans Herz zu legen und wir werden diesen Vortrag jetzt auch hier einblenden. Und der zweite Vortrag, und der ist mindestens genau spannend geht über Angela Merkel äh, und ihr Leben in der Zeit vor der Wende und nach der Wende. Hier wird ja ganz deutlich, dass äh, Angela Merkel mit Start ihres Weges in die Politik ja ungewöhnliche Glücksentscheidungen ereilten, damit sie in jeweilige Positionen kam. Es blieben auch rechts und links immer wieder Opfer liegen. Wie kann man das erklären? Wie kommt so eine Kraft? Naja, die Erklärung oder die Interpretation dessen würde ich lieber allen überlassen, die sich das anhören, was ich beschrieben habe an Fakten. Aber von diesen Fakten kann man wirklich sagen, es ist ein sehr ungewöhnlicher Einstieg in die Politik gewesen. Zum Beispiel hat ja der österreichische Journalist Ewald König in seinem Buch Merkels Welt zur Wendezeit beschrieben, dass Angela Merkel niemals richtig der CDU beigetreten ist, sondern sie ist mit einem Teil des demokratischen Aufbruchs. Das ist eine der Bürgerrechtsparteien, also eine der Parteien, die in der DDR aus der Bürgerrechtsbewegung heraus gegründet wurden, zur CDU sozusagen von der CDU übernommen worden. Und sie hat dann später ihren Mitgliedsausweis nachträglich überreicht bekommen. Ja, und viele andere Ungereimtheiten von Kronprinzen, die eigentlich in gewisse Positionen kommen sollten. Volker Rühr oder Friedrich Merz. Ja, oder geglaubt haben, sie kommen in gewisse Positionen und dann äh, über Merkel gestolpert sind. Sie scheint ja irgendwie unüberwindbar. Also wenn man so etwas äh, sich mal strukturell anschaut, dann muss ja eigentlich eine, sie scheint ja immer eine sich sicher gefühlt zu haben, dass sie da stramm durchgehen kann. Das heißt, es gab vielleicht ein Backup oder es gab Leute, die sie gestützt haben darin. Ja, sicherlich. Also ohne eine gewisse Unterstützung könnte man eine solche Position auch nicht durchhalten. Sie musste sich regelrecht durchkämpfen und durchbeißen auf ihrem Weg. Zum Parteivorsitz. Und äh, das waren, denke ich, auch keine ganz glücklichen Jahre, diese Jahre des äh, Durchbeißens. Und äh, das kann man auch noch zum Teil in alten Zeitungen äh, nachlesen, wo es Berichte gab, wie sie sich in ihrem Vorsitzendenbüro regelrecht verschanzt hat, weil sie ihre Position so schwierig war. Und ohne Unterstützung natürlich schafft man sowas, glaube ich nicht. Aber was sie äh, unterscheidet von den typischen Westpolitikern, die qua Netzwerk aufgestiegen sind, es gab ja in der CDU den sogenannten Andenpakt von äh, ehemals jungen ähm, Parteipolitikern. Christian Wulff gehörte, glaube ich, dazu, Peter Müller, der spätere saarländische Ministerpräsident, Roland Koch, der spätere hessische Ministerpräsident, die beschlossen hatten, zusammenzuhalten und schon sich untereinander abgesprochen hat, wer, wenn sie dann erfolgreich wären, welche Positionen einnehmen würde. Aber womit sie überhaupt nicht äh, gerechnet haben, ist, dass sie eines Tages auf eine Frau treffen würden, eine sehr kämpferische Frau, eine sehr entschlossene Frau, die nicht zurückweicht und die man mit den üblichen parteiüblichen Tricksereien auch nicht wegtricksen kann. Und insofern vom etwas belächelten Kult-Mädchen im Bundeskabinett Kohl ist jetzt die hochverehrte, von den Linken hochverehrte und scheinbar allmächtige Kanzlerin geworden. Und alle, die sich über sie jemals mokiert haben, die sind nicht mehr da. Beeindruckend. Jetzt kennen Sie sie natürlich persönlich, haben viele Begegnungen mit ihr gehabt. Sie ist jetzt im Moment auf einem Weg, auf dem das Volk... Sie nicht mehr so lieb hat, wie das am Anfang der Fall gewesen ist. Also großer Widerstand inzwischen in Deutschland, wo immer sie auftritt. Sie kennen sie persönlich. Was glauben Sie denn rein auf der menschlichen Basis? Wie kommt sie damit klar? Wie geht sie damit um? Also wenn man sie anschaut, kann man sich nicht vorstellen, dass sie wirklich noch glücklich sein kann. Darüber will ich jetzt äh, gar nicht äh, spekulieren. Aber was ich äh, feststelle, ist, dass. Äh, alle Mittel, die man als Volk oder als Bevölkerung, als Bürger hat, dass die nicht mehr beachtet werden. Also wir sind ja nicht mehr in ihrem Sprachgebrauch, nicht mal mehr Bürger. Ich weiß nicht, wem das mal aufgefallen ist. Sie spricht ja nur noch von Menschen oder denen, die hier schon länger leben oder solche Umschreibungen, aber von Bürgern die ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen, die ihre Meinung öffentlich äußern, die Einfluss auf die Politik nehmen, ist ja schon gar nicht mehr die Rede. Also der Bürger ist gar nicht mehr gewollt, wenn man äh, analysiert, äh, welche Äußerungen über die Wähler gemacht werden. Am deutlichsten hat das ja der ehemalige Bundespräsident Joachim. Gauk ausgedrückt, der gesagt hat, ja, nicht die Eliten, ich würde sagen, die selbsternannten Eliten seien das Problem, sondern die Bevölkerung sei das Problem. Und damit meinte er, dass es immer mehr Menschen gibt, die auf ihre Weise versuchen, ihrer Stimme Gehör zu verschaffen. Es gibt äh, inzwischen Tausende von Petitionen, zum Teil von Tausenden Menschen unterschrieben. Es gibt äh, hunderttausende Kommentare auf der Seite äh, der Bundeskanzlerin, auf der offiziellen Seite der Bundeskanzlerin, und die sind überwiegend nicht freundlich. Es gibt äh, diese Kommentare bei äh, Artikeln oder Kommentaren in den Medien. Es gibt äh, Leute, die ihre Abgeordneten in den Büros aufsuchen und versuchen zur Rede zu stellen, die ihren Abgeordneten schreiben aber gar keine Antwort mehr kriegen. Und ich weiß äh, von Abgeordneten des Bundestages, dass auch äh, die, An also die, die Anweisung ergangen ist, Petitionen, Massenbriefe und so weiter nicht mehr zu beachten, sondern gleich in den virtuellen oder wirklichen Papierkorb zu werfen. Und auch die Demonstrationen werden eigentlich nicht mehr beachtet. Das war nur ganz am Anfang der Fall, als es. Äh, als Pegida in Leipzig begann und sich Pegida auch ähm, schnell ausbreitete über andere Städte. Und dann ist äh, darüber einfach gar nicht mehr berichtet worden. Und heute wissen die meisten Menschen gar nicht mehr, dass diese Demonstrationen immer noch stattfinden. Und zwar jeden Montag. Und es, dass es äh, Dutzende Anti-Merkel-Demonstrationen gibt in den verschiedensten Städten. Darüber wird einfach nicht mehr berichtet, höchstens noch in den Lokalzeitungen. Und alles, alle diese Instrumente, diese Bürgerinstrumente werden einfach nicht mehr beachtet. Und das ist auch schon ein Phänomen. Denn normalerweise wäre die Politik verpflichtet, auf so etwas zu reagieren. Aber das tun sie einfach nicht mehr. Das tun sie einfach nicht mehr, Andreas. Warum? Ja, ich meine, deutlicher ist es ja kaum noch jetzt zu erkennen, denn wir sagen das seit Jahren. Dass natürlich die Politik überhaupt nicht in der Macht ist, die sichtbare Politik, sondern die sichtbaren Politiker sich ihre eigenen Ressourcen alleine schon bei den Medien erbetteln müssen. Das ist das, was wir immer wieder sagen. Denn äh, wenn wir gerade gehört haben, was völlig richtig ist, es wird über Pegida oder ähnliche Strukturen gar nicht mehr berichtet, sondern es wurde einmal pauschal abgetan. Der Rufmord ist durch, damit ist die Sache erledigt und es wird nicht mehr berichtet. Daran erkennen wir, wo die Machtstrukturen sind. Ich habe es ja selbst erlebt, als ich mal eingeladen war beispielsweise mit einer linken politikerin und dann plötzlich diese ganze veranstaltung abgesagt wurde mit einer führenden linken politikerin der man sogar nationalsozialistische tendenzen jetzt vorwirft wir wollen keinen namen nennen und dann nein nein, nein 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 die lebt doch jetzt im saarland auf jeden fall ist es halt so dass dann plötzlich abgesagt wurde diese ganze geschichte mit der argumentation irgendwelcher unterstellungen die ich gesagt haben soll die auch nicht belegt wurden aber durch die presse und die presse bedroht hat ganz klar in diese politische Richtung einer Abgeordneten, die dort tätig war, die das organisiert hatte. Ihr kommt auf keine Liste mehr drauf und damit seid ihr wegrasiert, wenn ihr den Pop alleine nur auf die Bühne lasst, um mit ihr zu sprechen. Und diese und ich wurde ja eingeladen, das hat man völlig falsch eingeschätzt. Und hier wurde ganz klar, wir haben uns über eine ähnliche Situation unterhalten, eben halt über eine, eine andere. Ein hier ist etwas Forum. Ähnliches passiert mit einem linken Politiker. Genau das Gleiche. Und, und dann wird man quasi plötzlich rausbuxiert und das heißt dann plötzlich, ja, also, aufgrund irgendwelcher, welcher Tendenzen darfst du da nicht hin. Und der Politiker wird bedroht, und zwar durch die Medien direkt. Durch die Medienkonzerne, durch die Medienstrukturen, durch deren Netzwerke. Wenn du mit dem und dem auftrittst, dann äh, machen wir dich platt und du kriegst kein Bein mehr an die Erde. Und dann ist natürlich das äh, Hemd näher als die Jacke. Und das ist das, was wir immer erzählen, wenn wir die Machtstrukturen erkennen, von der Finanzmacht, zu denen auch die Banken gehören. Die Banken sind nicht die Täter, sondern zu denen die Banken gehören und darunter gleich abgeleiert ist die Medienkette und darunter erst tummeln sich die Untertanen und dazu gehören die Politiker mit zu. Und dort können wir im Prinzip innerhalb dieser Untertanenschicht beliebig irgendwelche Gruppierungen wechseln oder Repräsentanten wechseln, aber wir bleiben unterhalb der Grenze eben halt der Untertanen, ganz eindeutig. Ich meine, es sind jetzt Strukturen, die sowohl Sie schildern als auch du, Andrea, Andreas, es ist ja schon Druck im Kessel kann man sagen und der deckel ist zwar noch drauf aber der wackelt schon wie lange kann denn andreas deine einschätzung wie lange kann sowas denn noch laufen also ich habe ja eine Vermutung, man wird jetzt im Prinzip eine neue, eine nationale Front, die momentan ja aufgebaut wird durch, durch die Merkel-Administration. Wie gesagt, die zeigt sich ja nun ganz deutlich. Aber das ist nur eine vorübergehende Geschichte. Auch die Steigebügelhalter der Grünen, die Frau Merkel halten, das ist ja alles ein abgekatertes Spiel. Das sind ja keine Verschwörungstheorien. Das liegt ja nun völlig offen vor uns. Völlig offen. Also man kann jetzt nicht mehr sagen, das sind Verschwörungstheorien. Ich glaube, das gehört zu einem Spiel. Langfristig wird es sich oder mittelfristig da hinausstellen, dass man es schaffen wird, die sogenannten Extremisten an die Macht zu bekommen, was natürlich absurd ist. Das heißt also, also die, Rechten. Man, die Rechten. Ja, die Rechten darf man. Das heißt, es wird die AfD dann rankommen, es wird Le Pen rankommen, die Wilders und eben halt die FPÖ und alle, die sie da sind. Und wenn man dann die endlich die falschen an der Macht gehievt hat, wenn man sie dorthin in hat, in, 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 ja. in Anführungs dann wird das System kollabieren, was relativ einfach ist. Man bräuchte nur nur einen Bankrun befürchten, denn das Finanzsystem steht kurz vor der Kernschmelze und alle wissen, dass wir gerade kurz vorm völligen Zusammenbruch sind, was keiner dieser sogenannten rechten Parteien zu verantworten hat, sondern das alte System, welches von der Grundsubstanz falsch angelegt wurde. Und wenn man dann den Crash einleitet, wenn die Falschen an der Macht sind, hat man natürlich auch gleich einen Täter und sagt, du hätten wir das Bargeld abgeschafft, wäre das nicht passiert. Hätten wir die Meinungsfreiheit nicht beschnitten, wäre das nicht passiert. Sind die dran, und in, in dem Moment, kaputt. wenn das kollabiert, hier darf man nicht vergessen, was das bedeutet, ein Finanzcrash des Euros mit allen Ausarten. Der Deutsche wird sich wahrscheinlich mit seinem Teller irgendwo in der Suppen anstellen, an, an, an einer Heilsarmee, an der Suppenküche anstellen. Es werden neue Mitbürger sein, die von außerhalb kommen, die sich nicht anstellen, sondern sich das holen, was sie wollen. Die, die Tendenzen sehen wir deutlich. Wozu das führt, ist klar. Die Menschen werden regelrecht klein gemacht und dann könnte es sein, dass dann man bereit ist, endlich weichgeklopft zu sein in die Weltordnung zu übergehen. Das ist meine gewaltige Prognose für später, ja. Na, ich bin ja eine geborene Optimistin. Ich äh, hoffe immer noch, dass äh, eine, eine genügend großen Menge klar wird, dass sie endlich äh, gemeinsam sich artikulieren müssen, gemeinsam aufstehen müssen. Es hat einmal geklappt, dass äh, der geballte Volkswille ein äh, bis an die zähne bewaffnetes system äh, von der bühne gefegt hat es könnte auch wieder klappen aber die zeit ist knapp und ich sage immer entweder es finden sich rechtzeitig genug rechtzeitig äh, viele bürger die ihre stimme erheben oder es wird nicht gut ausgehen ja das befürchte ich auch. Also ich lege an der Stelle Wert darauf, dass ich auch Optimist bin und diese These, die ich hier gerade beschrieben, gar nicht als pessimistisch empfinde, sondern als notwendigen Neuanfang, den wir wahrscheinlich brauchen. Und das ist noch wieder was ganz und dem anderes. Und die muss der Zusammenbruch vorausgehen. Der Zusammenbruch ist, ist es hätte anders sein können, aber es hat sich eben halt anders entwickelt. Diese, dieser Neuanfang, diese Reset-Taste drücken, hätte sanft gehen können. Ich wünschte mir, dass solche Parteien wie die AfD und alle solche, alle wie wir sie da haben, die als Recht Bezeichnet werden, sagen würden, pass auf, wählt uns von mir aus, aber mit uns wird das System zusammenbrechen, das wird es nämlich so oder so, aber bei uns wird der Aufprall vielleicht ein bisschen weicher. Also es gibt auch sicher noch andere Unterschiede zu der Zeit zu 1989. Wir erleben derzeit einen strammen Umbau der Institutionen. Polizei, Bundeswehr. Wir werden hier einen Videolink mit runtersetzen. Das hatten wir uns hier im Seminar gemeinsam angesehen. Eine Aussage der Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die einen Umbau der Bundeswehr angekündigt hat, mit mehr Vielfalt, mit mehr Behinderten und Migranten migrantenbehinderten und ähm, auch gender mainstreaming ja. soll natürlich einzug halten das ist eine neue ausrichtung der bundeswehr ebenso wie bei der polizei äh, zunehmend mehr äh, muslimische migranten eingesetzt werden auch in den elitepositionen. das heißt wir werden äh, ein politisch korrektes aber völlig anderes bild der sicherheitsinstitutionen in deutschland haben die Frage ist, das befindet sich natürlich im Reich der Spekulationen, um sagen zu können, wie die Dinge ausgehen, aber einfacher wird es nicht. Nein, es wird auf keinen Fall einfacher. Was mich besorgt macht, ist die Erosion des Rechtsstaates. Und die wird beschleunigt dadurch, dass sich zunehmend Politiker überhaupt nicht mehr um die rechtsstaatlichen Institutionen kümmern sondern ähm, abgehoben davon handeln, egal was die, was die Folgen sind. Und mich macht natürlich auch besorgt, dass die Gewaltenteilung, die die Essenz von Demokratie ist, also dass es die vier Gewalten gibt, die erstens unabhängig voneinander sind, aber zweitens dazu eingesetzt sind, eine Kontrollfunktion auszuführen. Das Parlament, der Bundestag kontrolliert die Regierung nicht mehr, sondern seit der ersten großen Koalition unter Kanzlerin Merkel werden mehr oder weniger nur noch die Vorgaben aus dem Kanzleramt im Bundestag abgenickt. Und ich habe das Gefühl, dass die Abgeordneten, die in den letzten beiden Legislaturperioden neu gewählt wurden, auch gar nicht mehr das Gefühl dafür haben oder vielleicht sogar gar nicht mehr richtig wissen, dass sie eigentlich die Funktion haben, die Regierung zu kontrollieren. Und wenn ich ab und zu mir die Diskussionen im Bundestag nochmal angucke, dann merke ich zum Beispiel, in der aktuellen Legislaturperiode wird hauptsächlich auf die äh, AfD, die ja nicht die Regierung stellt, äh, ein, äh, eingedroschen, statt äh, die Regierung zu kontrollieren und das äh, macht mich äh, sehr besorgt auch die Medien die ja die Funktion haben die, die Politik kritisch zu begleiten funktionieren ja eher staatstragend oder äh, politik unterstützend und das ist eigentlich äh, auch ein system von äh, totalitären Staaten und nicht von Demokratien in einer Demokratie ist eigentlich das System von Check-and-Balances und äh, der Kontrolle und der Unabhängigkeit der jeweiligen Institutionen. Aber das wird äh, unter unseren Augen rapide aufgelöst. Ja, äh, Gesetzesbrüche, Rechtsbrüche, die an der Tagesordnung sind und ähm, von der Presse nicht nur kritisch, nicht kritisch aufgenommen werden, sondern eigentlich positiv begleitet werden. Wir sind jetzt an einem Punkt in Deutschland, damit kommen wir auch zum Ende des Interviews, in einer Situation, in der Verwirrung herrscht, haben wir festgestellt, in der äh, große Sorge sich ausbreitet beim Volk. Aber offenbar auch bei den selbsternannten Eliten. Äh, sind wir denn in einer Situation, dass äh, da eine gewisse Angst vor dem Volk schon herrscht? Die Angst der Eliten vor dem Volk ist äh, auch sichtbar. Denn äh, alle diese repressiven oder restriktiven Gesetze, die kürzlich erlassen wurden, äh, zum Teil im Schnellverfahren, also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dieses ähm, ja. Datenschutzgesetz, was übrigens von einem Grünen fast im Alleingang im Europäischen Parlament äh, durchgesetzt wurde. Das sind äh, Gesetze, die geeignet sind, ähm, zum Beispiel die freien Medien oder die freie öffentliche Meinungsäußerung zu erschweren bis unmöglich zu machen. Auch diese ganzen Fake News Gegengruppen. Ja, das Argument äh, war ja zum Beispiel, bei der Einführung dieses dubiosen Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, dass man äh, gegen Hass und Hetze vorgehen wolle. Bezeichnenderweise ist das als gelernte DDR-Bürgerin, weiß ich das noch. Wer die DDR äh, kritisiert hat, betrieb Hass und Hetze. Und jetzt äh, feiern Hass und Hetze fröhliche Urstände. Aber ich habe es ja am Anfang dieses Interviews äh, schon gesagt. Unter Hass und Hetze fällt heute, wenn jemand eine offizielle Petitionsseite des Bundestages bei Facebook teilt und wird dafür gesperrt. Das ist völlig absurd. Jeder von Ihnen beiden möge noch einen kurzen Ausblick für die Zuschauer geben, weil viele sitzen jetzt verwirrt vor dem Laptop oder vor dem Computer und sagen, was soll ich denn machen in dieser Zeit? Was soll man denn machen, Frau Lengsfeld? aktiv werden, aktiv werden. Das ist das Einzige, was äh, zu machen ist. Man soll sich aktiv informieren. Das ist natürlich wirklich etwas äh, schwieriger, als sich einfach nur berieseln zu lassen. Aber so ist das. Wer Demokratie will, muss mitmachen, denn Demokratie lebt von den Demokraten und nur wenn es genügend viele Demokraten gibt, kann äh, Demokratie überhaupt äh, funktionieren, also mitmachen, sich äh, informieren und das kann man heute was früher für uns das Westfernsehen war, sind heute die freien Medien. Es gibt äh, sie die freien Medien im Internet, man kann sie inzwischen immer leichter finden. Man kann sich informieren, man kann sich seine eigene Meinung bilden, man sollte sich unbedingt seine eigene Meinung bilden. Man kann die Indoktrinierung und die Propaganda durchschauen und das sollte man äh, wirklich machen. Und wenn man sich dann informiert und seine eigene Meinung gebildet hat, sollte man diese Meinung auch frei und öffentlich äußern, sollte sie auch äh, verbreiten, denn äh, nur das hilft gegen die alltägliche Propaganda und die alltägliche Indoktrination. Viele sind allerdings auch eingebremst von ihrem Umfeld. Diejenigen, von denen ich spreche, die wissen es jetzt auch. Also es das heißt, die Kluft der unterschiedlichen Meinungen geht ja jetzt durch die Familien durch, durch ja. Freundeskreise, Arbeitskreise. Das heißt, Menschen, die so denken wie Sie oder wie wir, die kritisch sind mit dem, was gerade passiert, stehen oft alleine. Wenn Sie sagen, Sie sollen die Meinung frei äußern, kann das natürlich auch ungesund sein. Naja, was heißt, was heißt ungesund? Anstrengend. Es gibt anstrengend. Es ist, es ist anstrengend und es ist nicht immer einfach. Und man muss natürlich auch von vornherein sich darüber klar sein, wenn man den Mut hat, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, wie Immanuel Kant schon gefordert hat, dann muss man auch damit rechnen, dass man nicht nur auf Zustimmung trifft. Aber davon muss man sich nicht irritieren lassen. Wenn man Widerspruch kriegt, sollte man den kritisch prüfen, ob man vielleicht in seinem eigenen Denken einen Fehler hat. Wenn man sich dann kritisch überprüft hat, dann sollte man zu seiner Meinung stehen. Denn so allein, wie man vielleicht am Anfang denkt, ist man gar nicht. Es gibt ganz viele, die das selbstständige Denken nicht verlernt haben oder wieder erlernt haben. Und äh, die muss man dann auch finden. Also Sie, äh, wenn Sie auch von den freien Medien sprechen, Sie schreiben ja für die Achse, ja. Achse des Guten, Ach gut, abgekürzt im Netz. Da finden jeden Tag neue, werden neue Beiträge veröffentlicht, die sich kritisch mit der derzeitigen Zeit auseinandersetzen. Sie schreiben für die Preußische Allgemeine Zeitung, sind auch im Internet vertreten, kann man auch vieles lesen. Sie selbst haben natürlich einen hochinteressanten Blog. Und ähm, ja, über die kann man schon weiterkommen, um sich zu informieren. Andreas, ähm, deine Empfehlung klingt wahrscheinlich etwas anders als die von Vera Lengsfeld, wenn ich dir äh, zugehört habe. Nein, ich glaube, nicht. ich glaube nicht. Die Frage ist, wie man aktiv wird. Also das ist die Frage nur. Das ist durchaus, wir sind da an der Stelle schon ähnlich. Ein entscheidendes Wort ist hier gefallen, die Frage des Rechtsstaates. Und ich glaube, Sokrates hat das irgendwann einmal gesagt. Das Problem tritt dann ein, wenn nicht das Gesetz über den Herrscher bestimmt, sondern dieser über das Gesetz. Und da sind wir mittlerweile. Mittlerweile ist das Grundgesetz, ob Verfassung hin oder her, im Prinzip verkommen wie eine, wie eine, ich sage mal Hausordnung in einem in einem Kleingärtnerverein. Das wird nach Belieben einfach umgestellt. Und da liegt die Problematik. Und man verstößt auch nach Belieben dagegen. Also ich möchte da zum Thema informieren noch mal ganz kurz eingehen. Also jetzt gerade in diesem Jahr am 30. .11., zum Beispiel in Walzrode werden wir ein Forum haben, wo wir versuchen, diese Verwirrung auch einmal aufzulösen. Die Wissensmanufaktur. Die ja. Wissensmanufaktur, wo also gerade äh, der Karl-Albrecht Schachtschneider als einer der führenden, wirklich absolut sauber tickenden Verfassungsrechtler einfach mal einen Vortrag halten wird über die Erinnerung an das Recht, dass wir überhaupt erstmal wissen, wo wir heute schon sind, äh, während wir dann eben halt den Herrn Marz haben im Rahmen der Psychose, Hans der, der Massenpsychose. Hans-Joachim Marz. Hans Marz, ein brillanter Wissenschaftler, den wir auch schon mal hier hatten, als Psychiater, der im Prinzip eine Diagnose für uns alle abgibt, letztendlich kollektiv, die eins ins Nachdenken bringt. Oder auch eben halt Norbert Bolz als Professor der TU in Berlin, der über die Journalisten als Lehrmeister mittlerweile Medienwissenschaftler. eingeht. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Medienwissenschaftler. Und dann wird Rico Albrecht nochmal die ganzen Zusammenhänge mal kurz prägnant darstellen und ich eine Prognose machen und auch dazu einige Sachen zur Aktivität. Was kann man jetzt tun? Und die Frage ist, wenn man die Dinge. Erst einmal wirklich ermittelt und verstanden hat, dann gibt es vor allem erst einmal die Situation, sich selbst zu setteln. Man muss aus den Ängsten raus, das heißt, man muss sich geistig vorbereiten, dass man aus den Ängsten herauskommt. Denn viele Menschen sind in Angst mittlerweile und das ist eine latente Geschichte, dass man zur Ruhe kommt, sich erst einmal settelt. Und dazu gehört auch eine sachliche und dazu gehört auch eine finanzielle Vorbereitung, dass man zumindest gesettelt ist in diesen Dingen. Auch die urbane Vorsorge in der Stadt, beispielsweise, wie verhält man sich in bestimmten in Fällen. Die meisten Leute sind nicht wirklich darauf vorbereitet, obwohl selbst die Regierungen permanent in irgendwelchen Darstellungen zeigen, wie man sich zu verhalten hat, Notfallmaßnahmen, Notfallpläne und so weiter. Die Dinger, die gehen fast unter. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern das ist letztendlich auch angewandte Politik im Rahmen der Systeme. Ich bin sehr positiv gestimmt was unsere Zukunft anbelangt, weil wir nämlich jetzt uns in einer Endphase einer völligen Verfehlung befinden. Und alles, was letztendlich gegen eine Wand zu fahren droht, befindet sich auch wieder in einem Neuanfang. Also das heißt, das alte Falsche muss erst zusammenbrechen, bevor das neue ja natürlich. Richtige Wir dann. sind in einer völlig ab. wenn ich mir eine 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 Bundestagsdebatte ansehe, gerade jetzt, wo, wo wo die Neuen von der AfD mit da drin sind und wenn ich dann sehe, wie dann die Diskussion plötzlich stattfinden und eine Entlarvung der gesamten Altparteien ja als komplett Abgedreht und komplett außerhalb jeglicher Realität sich befinden, aus der, aus der Parallelwelt plötzlich erwachend, weil sie plötzlich mit den Problemen der täglichen Situation konfrontiert werden. Es ist ja ein Offenbarungseid, den wir momentan erleben. Und das ist keine, kein, kein Statement für irgendeine neue Partei, weil ich Parteien grundsätzlich für das falsche Mittel halte, irgendwelche Veränderungen durchzuführen. Politiker ja, aber sie sollten dann in einer Direkten Form nur sich selbst und ihrem Gewissen gegenüber verantwortlich sein und keiner Partei, Raison oder Vorgabe. Das glaube ich. Mir hat, äh, die Erwähnung Vera Lengsfelds gut gefallen. Sie sagen, man soll aktiv werden, indem man sich informiert, indem man alle, äh, Berichte, die man so konsumiert, überprüft, kritisch betrachtet, um sich ein eigenes Bild zu machen, ein Besuch auf den, ähm, Webseiten und Blogs der freien Autoren lohnt sich. Auch meine Seite könnte für Sie interessant sein, evahermann.net. Da gibt es den Blog Aktuelle Meldungen. Da aktualisieren wir jeden Tag mehrere Male das, was nicht nur im Mainstream steht, aber sich tatsächlich ereignet in den Ländern und vor allem in Deutschland. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für das hochinteressante Gespräch. Ich kann es nur wiederholen, es sind historische Zeiten, in denen wir leben. Zur inneren Stabilmachung ist es wichtig, in die Ruhe zu kommen. Wie kommt man das? Ich bete zum Beispiel, mir hilft das, ein bisschen Verbindung zum Himmel aufzunehmen, um von dort Kraft zu bekommen. Jeder mag das so tun, wie er es für richtig hält. Auf jeden Fall ist eins wichtig, wir sollen nicht herumschauen und sagen, die soll sich ändern und der soll sich ändern. Lasst uns bei uns selbst anfangen. Schauen wir uns selbst an und sehen, was zu ändern ist. Und damit ändern wir vieles um uns herum. In diesem Sinne danke. Alles Liebe. Bis bald.